Und die Selbstständigkeit war teilweise hart, weil ich sie mir hart gemacht habe. Es gab Monate, da wusste ich nicht so genau, wie bezahle ich meine Rechnung. Und dann hatte ich Monate, wo ich gedacht habe, wow, Leben gehört mir. Und erst letztes Jahr, als ich angefangen habe zu sagen, warum denkst du eigentlich immer so klein? Ich habe immer so gedacht, was brauchst du mindestens? Kennt ihr das? Was brauche ich mindestens zum Leben, damit es reicht? Und letztes Jahr habe ich angefangen und habe gesagt, nee, was brauche ich maximal, damit es reicht? Ja, wie du alles erreichst, was du willst. Das ist der Vortrag meines... Nein, Quatsch, der Titel meines Vortrags, so rum. Darum soll es gehen und ich möchte euch mitnehmen in meine Welt und euch drei Strategien zeigen, mit denen ich es geschafft habe, einen ganz neuen Level zu erreichen. Und angefangen hat meine Reise eigentlich schon vor 15 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, aber so richtig letztes Jahr. Letztes Jahr war es so, dass ich schon in einer sehr, sehr guten Situation war. Ich habe fast fünfstellig verdient, hatte einen Job mit 20 Stunden die Woche, dass ich meinen Traum erfüllen konnte, nämlich für meine Tochter da zu sein. Ich bin alleinerziehend und ich wollte immer gerne, dass ich mittags, wenn sie nach Hause kommt, da bin. Das war für mich so das Größte der Gefühle. Und das habe ich 6 Jahre gemacht. Ich habe über 450 Menschen begleitet im Marketing, im Storytelling, im Online-Marketing und durfte ihnen helfen, Strategien zu entwickeln und die umzusetzen, damit sie ganz viele Kunden bekommen und ganz erfolgreich werden. Ja, und eigentlich hätte es mir richtig gut gehen müssen. Ja, und dann kam irgendwie so etwas letztes Jahr, womit ich nicht gerechnet habe, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war es nur eine logische Konsequenz. Ich bin krank geworden. So anfangs ganz harmlos. Hatte so ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen. Ach, geht vorbei. Zum Arzt gehe ich sowieso nicht. Also kann man an einer Hand abzählen. Aber nach 4 Wochen war es immer noch da. Na, ich dachte, naja gut, vielleicht gehst du doch mal zum Arzt. Habe ich dann auch gemacht. Der Arzt hat nicht so wirklich was gefunden. Ja, so ein bisschen Blutwerte sind schlecht, aber ist jetzt nicht dramatisch. Ich habe mir auch nichts anmerken lassen. Das hat keiner mitgekriegt in meinem Umfeld. Weil ich bin dazu erzogen, stark zu sein. Kämpfen. Ins Fitnessstudio bin ich natürlich trotzdem gegangen. Geht auch mit Erkältung. Und ich habe meine Kunden weiter betreut, weil wenn ich nicht arbeite, kriege ich kein Geld. Und ich habe gemerkt, dass in mir etwas entsteht, nämlich eine wahnsinnige Unzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit mit meinem Leben, aber ich wusste gar nicht so genau, warum. Weil eigentlich war doch alles gut. Ich hätte doch dankbar sein müssen. Und das haben auch viele zu mir gesagt, sei doch dankbar, du hast so ein geiles Leben. Aber ich war es nicht. Unzufriedenheit ist der Vorbote von Veränderung. Sollte es in deinem Leben eine Unzufriedenheit geben? Eine kleine, eine große, schon länger da oder schon weiter weg? Da möchte ich dir jetzt eins sagen. Sei dankbar dafür und freu dich darüber. Denn die Unzufriedenheit in uns ist das, was uns zeigt, dass etwas nicht richtig läuft, dass etwas nicht so ist, wie wir es haben möchten. Jetzt ist das große Problem, dass wir da oft nicht hingucken. Dass wir uns einreden, dass doch eigentlich alles gut ist. Und dann haben viele Menschen ein Leben, und das hatte ich auch, das ist so. Also gibt nicht so richtig Tiefen, nicht so richtig Höhen, wir sind so in so einer Zone, in so einer Komfortzone, es ist alles so in Ordnung, aber nicht so richtig geil. Und als ich an diesem tiefen Punkt letztes Jahr war, als ich nicht mehr konnte, als mein Leben wie so mein Handy war, mein Akku, ne, lädst du nachts auf und mittags ist der leer. So war das bei mir auch. Ich musste mich mittags hinlegen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Habe ich mir die Frage gestellt, die kam irgendwie in mein Leben, wie möchtest du denn leben? Und wisst ihr was? Ich wusste es nicht. Ich habe gedacht, ja, shit, was denn? Wenn alles möglich wäre, wenn du ganz viel Kohle hättest, 5 Millionen, ganz viel Zeit, alle Ressourcen, du hättest keine Bindungen, keine Grenzen, du könntest alles machen, was würdest du denn machen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mir ein Haus kaufen, da habe ich ja schon. Ein Auto, größeres, mehr Reisen. Und da habe ich gemerkt, dass ich verlernt habe zu träumen. Dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, was ich tatsächlich machen möchte.
Deswegen ist das Erste, was ich angefangen habe, ich war ganz, ganz ehrlich zu mir. Und das war ganz, ganz schwierig. Weil ich habe eine Tochter, ich habe zwei Töchter, die eine studiert aber schon und die andere lebt bei mir, die geht zur Schule und ich hatte einen Traum, unter anderem, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Weltreise machen. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Es geht ja nicht. Die geht doch zur Schule. Und dann habe ich was gemacht, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, ist doch shit egal. Ich stelle mir jetzt einfach vor, das geht. Ich könnte alles machen, was ich will. Ohne Grenzen, ohne Probleme. Und ich habe diesen Gedanken zugelassen. Ich habe mir einfach erlaubt, den Gedanken zu haben, erlaub es dir. Erlaub dir jeden Gedanken, den du willst, zu haben. Und da passierte was Magisches. Ich wusste nicht, wie ich das mache mit der Weltreise. Also ich bin auch noch hier in Deutschland, ich bin noch nicht weg. Aber es kam der erste Gedanke irgendwann, dass ich sagte, google doch mal. Du wirst doch nicht der Erste sein oder die Erste, die sowas vorhat. Es gibt doch bestimmt andere Mütter und Väter, die mit ihren Kindern, mit ihren schulpflichtigen Kindern reisen wollen. Doof, ne? Total simpel, oder? Aber der Gedanke kam mir erst, als ich es mir erlaubt habe, das zu denken. Nicht gleich zu stoppen, nicht gleich zu sagen, es geht nicht. Du kannst es sowieso nicht. Und dann selbstverständlich, viele von euch wissen das wahrscheinlich, man kann Kinder aus der Schule nehmen und selber unterrichten. Oh Gott, selber unterrichten. Ich dachte, um Gottes Willen, nee, das will ich auch nicht. Das ist nicht mein Plan. Aber ich dachte, egal, lass es einfach sacken. Lass sacken. Hab nichts weiter gemacht und es dauerte nochmal so ein paar Wochen. Magisch. Facebook. Du möchtest mit deinem schulpflichtigen Kind reisen und weißt nicht, wie du es machen sollst. Wir haben die Lösung für dich. Die Online-Schule für Kinder. Was? Das gibt's ja nicht. Wie geil ist das denn? Ja, und schwupps war die Lösung da. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mutig. Jetzt denke ich mal, wie werden das, könnte man das auch in anderen Kategorien machen mit diesem, ich erlaube mir einfach mal zu denken, was ich will. Wie werden das, wenn ich im Monat nicht nur 10, sondern vielleicht 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 Euro verdienen würde und nur 10 Stunden arbeiten würde. Und keine Ahnung, habe ich gedacht, wie das geht, aber erlaubst du doch einfach mal zu denken. Und dann habe ich so gedacht, Gwendolin, überleg doch mal, vielleicht gibt es irgendeinen anderen, der das geschafft hat. Ich wieder, geguckt, gegoogelt, nee, gibt's. Gibt ganz viele Coaches, Berater, Trainer, die haben das hingekriegt, sechsstellig, mit ganz wenig Arbeit. Denke ich, das gibt's ja nicht, dann kann ich das auch. Weil wenn irgendein anderer Mensch das kann, dann ist das Menschen möglich. Und ich bin Mensch, dann kann ich das auch. Da habe ich gedacht, super, das mache ich jetzt. Das war letztes Jahr. Und da habe ich gedacht, ja, leg los. Du denkst jetzt einfach größer. 60.000 Euro im Monat, kein Problem. Oh. Und dann kamen so Gedanken in meinem Kopf. Oh. Ist ganz schön viel Geld, ne? Oh. Naja, aber ich dachte, ist egal, lass einfach mal so fließen. Und habe mich dann gefragt, wieso ist das eigentlich so, dass manche das hinkriegen und manche nicht? Und da hat mir meine Tochter, die ist einer meiner besten Coaches, wieder mal ein Bild geliefert. Wir standen zusammen an einem Tisch und sie sagte so mit ihren 11 Jahren, ich werde Bäckerin. Und da stand ein Mann daneben, hätte auch eine Frau sein können, war aber in dem Fall ein Mann, dachte, ach ja, Träummann, aber damit wirst du sowieso nichts, kann man kein Geld mit verdienen und bis du alt wirst, machst du noch was Vernünftiges. Ich guck den an. Ich denke, ich höre nicht richtig. Ich sag, sagen Sie mal, haben Sie sie noch alle? Was bilden Sie sich ein, dass Sie meinem Kind die Träume nehmen wollen? Was erdreisten Sie sich darüber zu urteilen, ob das funktionieren kann, ob man als Bäckerin genug verdient oder ob man...
ob man damit erfolgreich oder glücklich werden kann. Und der wusste ja nicht, was ich weiß. Ne? Meine Tochter, die hat Fantasie. Die weiß ganz genau, die sieht schon den ganzen Gutshof, das Feld dahinter, sie weiß schon, da muss man so Getreide für anbauen, Obst auch. Sie weiß auch schon die Menschen, die da wohnen. Ich darf da mitwohnen. Und dann verkaufen wir das da, Mama. Und dann geht es uns richtig gut. Sag ich, das ist toll. Das ist toll. Da habe ich wieder gemerkt, wir alle können träumen. Wir alle haben Fantasien gehabt. Ich mache mal ganz kitschig. Vielleicht hast du als Mädchen gedacht, ich werde Prinzessin. Hast dich verkleidet und dann haben, ach, die ist ja niedlich. Naja, sowieso, Schnickschnack wird sowieso nix. Und dann denke ich immer an Prinz Harry. Der hat doch eine geheiratet, ne? Die ist nicht adlig. Es geht irgendwie doch, ne? Ja, und oder Astronaut, auch so, ne? Ich mach ganz kitschig, ganz Klischee, ich weiß, ne? Aber es gibt doch Astronauten, ne? Also irgendjemand muss es doch geworden sein oder werden. Also es geht doch irgendwie. Aber trotzdem glauben wir manchmal, dass wir es nicht können. Ich hatte das große Glück, dass ich wirklich große Visionen hatte. Also ich fand sie groß. Also ich fand die eigentlich gar nicht so groß, aber viele haben mich darauf angesprochen, dass sie sie groß finden. Mit 16 hatte ich den Traum, entweder im Bundestag zu gehen oder bei BMW in Vorstand. Jetzt hatte ich eine Mutter, die gesagt hat, ja klar, mein Kind, das schaffst du. Selbstverständlich, mach. Ich hatte da gar keinen Zweifel dran. Jetzt dachte ich so mit 16 im Bundestag, ach, ist auch doof, ne, weißt ja nix. Was willst du da ein Volk regieren? Noch grün hinter den Ohren. Gehst mal bei BMW im Vorstand. Ja, gesagt, getan. Da passierte wieder dieses Magische, wie mit der Weltreise oder wie mit dem Geldverdienen, wie das funktioniert. Als ich wusste, was ich will und das Bild vor Augen hatte, entstand in mir eine Strategie. Und es war klar, was ist die Strategie? Naja, studierst mal Wirtschaft. Okay, ich weiß, ist jetzt nicht mega, mega groß gedacht vielleicht, ne? Aber ich habe das gemacht. Ich wollte hier so gern nach Köln. Ja, aber die hatten NC. Und dann bin ich ins wunderschöne Bonn gegangen. VWL. Die haben damals keinen NC gehabt, aber Mathe und Statistik. Und 90% der Leute konnten kein Mathe und Statistik. Und wir saßen erst mit 600 und dann am Ende so mit 40. Also tatsächlich auch, also kein NC heißt nichts. Ja, und dann bin ich im zweiten Semester schwanger geworden. Das war lustig, ja. Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben sich dann meine Pläne verändert und ich hatte das Glück, in diese Branche zu kommen, in der ich heute bin, durfte nämlich dann da bei der Deutschen Bank arbeiten und habe wunderbar gelernt, was Coaching, Persönlichkeitsentwicklung heißt und Training und mache das jetzt seit vielen, vielen Jahren. Aber wie gesagt, manchmal leider mehr schlecht als recht. Und die Selbstständigkeit war teilweise hart, weil ich sie mir hart gemacht habe. Es gab Monate, da wusste ich nicht so genau, wie bezahle ich meine Rechnung. Und dann hatte ich Monate, wo ich gedacht habe, wow, Leben gehört mir. Und erst letztes Jahr, als ich angefangen habe zu sagen, warum denkst du eigentlich immer so klein? Ich habe immer so gedacht, was brauchst du mindestens? Kennt ihr das? Was brauche ich mindestens zum Leben, damit es reicht? Und letztes Jahr habe ich angefangen und habe gesagt, nee, was brauche ich maximal, damit es reicht? Denk doch mal größer. Denk doch mal in den Dingen, die du dir momentan noch nicht vorstellen kannst, wie du sie erreichst. Und lass die Magie fließen. Weil Strategie entwickelt sich immer dann, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Und wenn wir ein Bild haben, das Manifestieren, so nennt es sich das. Das kannte ich damals auch noch nicht, aber jetzt bin ich darin ganz gut. Viele können sich einen Parkplatz manifestieren. Kennt ihr vielleicht, ja. Das kann man mit allen Sachen machen. Mit einem lieben Mann oder einer lieben Frau, Kindern, Geld, alles. Ja, deswegen ist die dritte Strategie, glaub an dich, du bist nämlich besser, als du denkst.
Und wenn ich den Vortrag sonst halte, zeige ich hier immer einen kleinen Ausschnitt aus einem Film. Ich wollte mir die Zeit sparen, deswegen erzähle ich euch den und ihr guckt euch den danach an. Der ist wirklich, wirklich toll. Ist ein Hollywood-Film. Ich gucke gerne Filme, wenn die gut gemacht sind. Und vielleicht kennt ihr den. Der heißt I Feel Pretty. Ein Frauenfilm. Okay. Müsst ihr trotzdem mal durch, Männer. Und da ist eine Frau, die ist so ein bisschen, die fühlt sich nicht so hübsch in ihrem Körper und hadert so sich, mit ihrer Schönheit. Und in New York. Und dann geht sie in ein Fitnessstudio, fällt vom Fahrrad, also ich mache das ganz kurz, fällt auf den Kopf, steht vorm Spiegel, als sie dann wieder erwacht, guckt da rein und sagt, das bin ja ich, bin ich das? Ja, ich bin ja wunderschön. Und sie glaubt in dem Moment, dass sie wunderschön ist. Und der Film ist so süß gemacht. Und es stimmt. Du kriegst immer das, was du glaubst. Und wenn du glaubst, du kannst ganz erfolgreich werden oder du kannst ganz reich werden oder du kannst ganz glücklich werden oder du kannst dein Leben leben, so wie du willst, dann wird das auch so eintreten. Und wenn du denkst, es geht nicht, dann geht es auch nicht. Und ich habe jahrelang gedacht, es ist hart, du musst kämpfen, kämpfen. Kämpfen. Du musst dich anstrengen. Wenn das Leben dich schlägt, dann sei härter. Quatsch. Blödsinn. Das Leben ist leicht. Und wenn du es leicht machst, dann wird es plötzlich leicht. Ja, jetzt komm wieder, ich sehe die Blicke. Ist das so einfach? Im Grunde ja. Ich lerne da wieder von meiner Tochter. Die manifestiert sich zum Beispiel ihre Zeugnisnoten. Sag ich mal, ist das so leicht, mein Schatz? Ja, Mama. Muss man gar nicht lernen? Nee. Naja, okay. Ab und zu lernen sie dann doch, aber auch das ist eine Glaubenssache. Wenn du an eine Sache rangehst und davon überzeugt bist, dass du es schaffen wirst, dass du es hinkriegst, dann funktioniert es auch. Und das ist der erste Dreh, der erste Moment. Und denk nicht immer im Mangel, denk nicht immer so klein, sondern denk doch mal verdammt nochmal 30 Mal größer. So, dass es Angst macht. Dass es im Bauch kribbelt, wenn du verliebt bist. So. Dann ist es eine geile Sache. Dann fängt es nämlich an, hier oben was zu bewegen, weil du dich verändern musst, weil du neue Strategien brauchst, die du vorher noch nicht hattest. Du siehst plötzlich Möglichkeiten, die nicht da waren. Und das ist diese Magie. Mein Leben hat sich dramatisch verändert. Die Weltreise, wie gesagt, mache ich momentan noch nicht. Ist auch noch nicht so aktuell, aber meine Tochter sagt schon, wir machen das. Ich habe schon Pläne, ich muss jetzt nur die Länder nochmal festlegen. Und Geld verdienen klappt auch ganz gut. Und das Leben macht wieder richtig, richtig Spaß, weil ich machen kann, was ich möchte. Danke, dass ihr mir zugehört habt, ihr wart wunderbar.